Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, wer glaubt es, eine Radio Stage Folge. Ja, mir kam nämlich die Idee, dass wir jetzt nach den Online-Ranking-Matches und da es sich anbietet, da Tekken 30 Jahre feiert, dachte ich mir so, ich mache noch ein bisschen mehr Tekken-Krams, aber auf einem anderen Wege. Und zwar dachte ich so, Tekken hat ja eine weite Range in den 30 Jahren, was Musik angeht. Und das ist hier jetzt die Nummer 13. Folge, speziell für Tekken. Und die werde ich jetzt nutzen für die PS1-Ära. Die PS1-Ära ist damit gemeint mit Teil 1, also Tekken 1, 2 und 3. Ja, und beginnen tun wir mit dem 1994 erschienenen Tekken 1. Ich muss persönlich sagen, ich bin da jetzt sehr spät angekommen. Ich glaube, ich bin das Jahr darauf, nachdem ich Tekken 2 zum ersten Mal gespielt habe, 1996, bin ich, glaube ich, 97 an Tekken 1 herangekommen. Und Tekken 1, wie soll ich sagen, also es war technisch limitierter. Es war eine interessante Erfahrung und ich meine zu glauben, dass man Tekken 1 aus historischen Gründen nicht spielen sollte, beziehungsweise ja, aus historischen Gründen, man kann mal reingucken. Wenn man die Tekken 5 PlayStation 2 Version besitzt, da gab es ja diese Arcade Legacy Edition. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie gut spielbar da Tekken 1 war. Ich habe sehr oft die PS1 Version gespielt. Und ich muss persönlich sagen, mich hat's nie im Leben so gepackt, beziehungsweise es ist so anders zu 2, dass man gar nicht glauben könnte, dass das tatsächlich Tekken ist. Sein wird. Und ja, man muss schon sagen, das ist schon eine Hausnummer, ne? Also wenn man bedenkt, dass Tekken 1994, genau, dass Tekken 1994 rauskam und sich stark inspiriert hat von Virtua Fighter, und Virtua Fighter war technisch in dem Zeitpunkt schon in Richtung Teil 2 und Teil 2 war immer noch das technisch beeindruckendste Spiel. Ich habe leider Tekken 1 damals nicht Arcade gespielt. Tatsächlich in der PS1-Ära, da gibt es auch genug Charaktere. Man schaltet ja auch Sub-Bosses frei, so wie Armor King, Kuma, Uwang Jinri, noch einen anderen Jack, Anna. Beziehungsweise, die waren schon alle da in Tekken 1. Also, aber das hatte nicht viel drauf. Das war einfach sehr direkt. Die Entwickler selber haben auch gesagt, dass Tekken 1 mehr ein reines technisches Engine-Test-Projekt war und das haben sie verkauft, damit sie Tekken 2 finanzieren können. Und ja, es gibt auch diese Mondsprünge-Jumps. Also da muss man tatsächlich sagen, ja, das ist schon heftig, das ist schon mega krass. Ja, aber das wäre sozusagen meine Anekdote zu Tekken 1. Ich werde das extra timesteppen. Und nun kommen wir zu den Soundtracks. Ich werde 4 Titel hier vorstellen von jeweils den Games, weil ja, 4 Titel finde ich, dass man so ein bisschen in Genuss kommt. Und anfangen würde ich gerne mit dem Titel, ich würde sagen, den Marine Stadium aus Japan. Den finde ich ziemlich eingängig, den finde ich ziemlich cool und ja, also ich finde den Titel ziemlich, ziemlich cool. Ja, hör mir rein und ja, get ready for the next battle. Das kam eigentlich noch gar nicht, erst in Teil 4. Alles klar, bis dann! We'll be right back.
nachdem wir im Marina Stadium in Japan gekämpft haben, würde ich sagen, gehen wir rüber zu Akropolis. Akropolis ist schon ein deutlich mehr verspielter Track, den ich auch sehr gerne höre, beziehungsweise sehr gerne höre auch beim Kämpfen. Und der hat so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen militärischen Takt für mich. Aber das wechselt sich dann nachher, wie viel man hier auch hört, Synthesizer-Sounds. Und ich bin sozusagen ein Fan von diesem Track. Akropolis hat auch eine sehr schöne Arena in Griechenland. Ja, daher würde ich sagen, starten wir mit Akropolis Griechenland. Let's go! Kommen wir jetzt zu eines der, sagen wir mal, ich würde schon persönlich sagen, eines der markantesten Tracks in der Tekken-Ära, und zwar ist es von der Mem Fidschi. Fidschi wurde auch wieder benutzt für Tekken Tag Tournament 2. Der Remix gefällt mir ziemlich gut, beziehungsweise die neue Interpretation. Aber Fidschi, das ist so ein Track, der bleibt im Kopf. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt nicht mein allerliebster Track. Das ist halt da auf dieser Insel, wo diese Steine, beziehungsweise diese Dragon Ball Cell-artige Arena drin ist. Kann man sagen. Es ist so ein bisschen, glaube ich, dran angelehnt. Und ich persönlich sagen, man spürt dieses Insel-Feeling, diese coole, ja, diese karibische Vibes, kann man sagen. Auf jeden Fall, ja. Kommen wir zum eines der markantesten Tracks aus Tekken 1 und dann kommen wir gleich zum Finale meiner Tekken 1 Tracks. Also, let's go! We'll be right back.
Okay, meine Damen und Herren, dann kommen wir zum finalen Track und zu meinem, sagen wir mal, meinen Lieblingstrack, beziehungsweise der Track, der mir am meisten im Kopf geblieben ist von Tekken 1, und zwar ist das Angkor Wat, ja, Cambodia. Das ist, ich bezeichne es immer, also wenn ich das in einem Club spielen würde, dazu könnte man richtig gut abdancen, beziehungsweise, Waves machen oder whatever. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass das ein Tekken-Soundtrack ist, dann würde man glatt sagen, ey, das kannst du in einem Club abspielen und das würde funktionieren. Deswegen für mich persönlich ziemlich cooler Musiktrack, Angkor Wat. Und ja, das ist jetzt der finale Track zu Tekken 1 und dann kommen wir gleich zu meinen Anekdoten zu Tekken 2 und zu dem musikalischen Soundtrack von The Tekken 2 nachher. Alles klar, aber nun, Final Round für Tekken 1 Soundtrack. Let's go, mein Gott, Angkor Wat, Cambodia. Okay, meine Damen und Herren, dann kommen wir jetzt zu eigentlich meinem allerersten Berührung mit 3D-Fighting-Games und meine Berührung mit Tekken 2. Und zwar 1996, da ist gefühlt, wie gesagt, alles bei mir passiert. In meinen zarten 7 Jährchen habe ich da wirklich den Shit aus Tekken 2 gespielt. Man war auch mega begeistert. Ich meine, wenn man nur Fighting Games kannte, die 2D-Sprites hatten und dann siehst du sowas wie Tekken 2, dann bist du weg. Ja, vor allen Dingen Black Winter Night ist ein Intro, das wird mir ewig im Gedächtnis bleiben. Jetzt nicht gesagt, dass das Intro von Tekken 3 oder Tekken 5 mich jetzt nicht so hookt, aber trotzdem, Black Winter Nights, das ist ein Track, wo ich sage, Alter, da spürt man so, das ist irgendwie so, das ist Tekken teilweise auch für mich, aber nichts geht über das Intro von Tekken Tag Tournament, beziehungsweise Tekken Tag Tournament 2, also dieses Intro, aber fernab gesehen, Tekken 2, da habe ich tatsächlich mein Main gefunden, beziehungsweise mit dem ich gerne spiele heutzutage, ist immer noch Kazuya Mishima. Junkasama, das war so einer der, ich sag mal, Kung-Fu-ähnlichsten choreografierten Charaktere, wo ich sage, ja, technische Charaktere, die mag ich sehr, sehr gerne. King habe ich natürlich auch noch gerne damals gespielt. Ich meine, Wrestling war so in der Zeit ziemlich cool und King hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe King auch bis Teil 4 persönlich gespielt.
Und ich finde auch, Tekken 2 hat die bessere Atmosphäre. Es hat auch einen grafischen Sprung gemacht, hat einfach mal das Dreifache von den Polygonen, die sie am Anfang hatten. Hier sind auch wirklich Unendlichkeitsarenen hier auch wieder dabei. Das Roster ist viel weiter. Es gab neue Charaktere wie Michael Sheng, Lei Wulong sind dazu gekommen, Jun Kazama und ich glaube Ganryu, nee, ich glaube Ganryu gab es auch schon im ersten Teil, Wang Jinri gab es ja auch schon im ersten. Alex und Roger, also die Tiere, die sind bei Nebenprojekten entstanden. Wer mehr wissen will zu den Tekken, wer wirklich Playthroughs von den Charakteren, die ich gerne mag, sehen will, da verweise ich gerne auf meine Enter the Tekken-Reihe, weil da habe ich Tekken 1 bis 7 tatsächlich durchgespielt mit meinen Lieblingscharakteren, also den Arcade-Runs. Und ja, aber hier geht es jetzt um die Musik. Und wie gesagt, Tekken 2, ich halte das, das ist sozusagen, wo ich sagen würde, wenn du wirklich wissen willst, wo Tekken angefangen hat, das zu werden, was Tekken 3 später sein sollte, dann ist das das Spiel, wo man wirklich den Grundstein eher merkt, weil Tekken 1 und Tekken 2, das sind wie zwei verschiedene Spiele aus anderen Welten. Das sind meilenweite Unterschiede von beiden. Das Movement ist besser, das Kampfsystem ist viel, viel anders und viel das, was man mehr so heutzutage kennt, wenn man Tekken 3 so im Gefühl hat. Natürlich ist Tekken 3 komplett auch anders wie Tekken 2, aber es ist mehr diese Richtung noch gewesen. Die haben auch noch diese Mondsprünge, ja, nenne ich sie, wie in Witcher Fighter, warum auch immer. Ich muss aber trotzdem sagen, in Tekken 2, ich habe es ja speziell, ich besaß es nie selber, ich muss es echt sagen, ich besitze es auch bis heute nicht selber physisch. Ich besitze tatsächlich die PS3 US PlayStation Fassung, weil ich mag es gerne flüssig spielen. Das macht mega Bock und da sind auch die, da kann man sozusagen gegen die KI auch besser machen. Tekken 2 war auch das erste Tekken, was wirklich ein volles Paket war. Es hatte Survival, es hatte Team Battle und so weiter und so fort. Also es fing langsam an, dieses fette Paket zu werden. Es hatte aber noch nicht diese Minispiele, die Tekken 3 dann hervorgebracht hat. Ja, und persönlich gesehen, ich finde Tekken 2 ist ein recht unterschätzter Titel, ist jetzt aber auch nicht so hoch mehr in meiner Gunst. Ja, es hat für mich einen sentimentalen Wert, definitiv, aber ja, und der Soundtrack leistet auch seinen Teil dazu bei, definitiv. Und dann fangen wir auch an, fertig mit meiner Anekdote, hin zur Musik, Baby, und anfangen will ich gerne mit Michael Cheng. Der Titel, der ist sehr abenteuerlich, sehr gut gemacht. Ich finde auch, der Sound ist mehr industriell als in Tekken 1. Und das merkt man ganz deutlich auch bei Michael Cheng. Ich finde generell, das hat viel mehr Power, viel mehr Drive. Aber trotzdem hat das seine, ja, definitiv seinen eigenen Style. Daher würde ich sagen, beginnen wir mit dem Track Michael Cheng. Viel Spaß!
So, dann kommen wir jetzt zu einem, sagen wir mal, dieser Track erinnert mich sehr stark an alte, ja, Kampfsportfilme und dafür maßgeblich ist auch der Charakter Martial Law sehr verantwortlich. Er hatte im ersten Tekken auch jetzt nicht direkt einen Track, deswegen hier sind sie direkt an die Charaktere geschrieben und Martial Law's Theme ist schon ziemlich, es beschreibt perfekt dieses Jet Quendo, dieses Wah! Ja. Und ich muss sagen, das passt sehr gut zu Martial Law. Und das ist ein Track, den ich auch sehr gerne höre beim Kämpfen, wenn ich Tekken 2 spiele. Daher würde ich sagen, ja, ab dafür mit Martial Law. Okay, und hier kommen wir zu einem Track, wo ich tatsächlich immer an Deep Pitch Mode denken muss. People Are People So, falls der Track so heißt, aber ihr wisst schon, ne? Der Track. Und der Track ist nämlich von Jack 2. Jack 2 ist ein mega krasser OP-Charakter, aber das ist, glaube ich, Paul Phoenix, also der generell der Schadensoutput ist da wirklich noch Banane. Aber yo. Das war damals so, das ist einfach Spaß. Definitiv, dieser Track erinnert mich sehr stark immer an den Titel von Deep Edge Mode, was auch dafür spricht, dass ich diesen Titel sehr gerne höre, vom Tekken 2 Soundtrack und ja, das ist schon ziemlich so einer meiner Favoriten, wenn ich den immer höre. Der hat auch, der passt auch ziemlich gut zu Jack 2, da merkt man so richtig, oh shit, jetzt kämpfe ich gegen eine Maschine und wenn die zu lang, Alter, dann wächst kein Gras mehr. Daher viel Spaß mit Jack 2. Und nun kommen wir zum finalen und für mich der einprägsamste Track von Tekken 2. Und das ist natürlich der von Kazuya, beziehungsweise Devil Kazuya. Dieser Track ist so geil. Der fängt erstmal mit heftigen Trommeln an. Dieses. Das ist.
das ist so cool und dann geht es so smooth rein in so einem Pop-Up-Upbeat rein, weißt du? Und dann kommen dieses Keyboard da rein. Das ist wirklich so geil, dieses Synthesizer-Sound. Ja, also das ist einfach, damit, dafür hat sich für mich auch Kazuya für mich dann auch ganz fest manifestiert als, ja, den Charakter spiele ich gern. Oder beziehungsweise ich mag ihn bis heute gerne. Ich priorisiere ihn nicht mehr als Main heutzutage, aber hey, bei 30 Jahren, da kann einiges passieren. Und Tekken habe ich ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Kampfspielserie, wo ich sage, hey, das ist mir very, very important, aber Tekken ist dabei, Tekken begleitet mich und ja, dafür ist einerseits dieser einprägsame Titel dabei und wenn man den hört, ja, das ist repräsentativ auch für den Tekken 2 Soundtrack, beziehungsweise yep, das ist Tekken 2. Da, also wenn man das gehört hat, da weiß man definitiv Bescheid, dass das ist. Ein bisschen kommt das auch in Tekken 8 rein, wenn man in Arena Stage reingeht. Ja, in diesem Ambu. Aber ja. Okay, dann ja, das wär's denn mit dem Tekken 2 Soundtrack, also der finale Track, Kazuya, und gehen wir nun zum eines wohl der, ja, einprägsamsten 3D-Fighting-Game-Titel aller Zeiten. Also, let's go, Kazuya! So, meine Damen und Herren, das Jahr 1999, the mother of all fighting games ist gelandet. Ja, Tekken 3. Was wurde nicht schon in der Fighting Game Gemeinde oder allgemein generell zu Tekken 3 schon gesagt, was es nicht zu sagen gibt? Außer, dass dieses Spiel sozusagen das zweite Phänomen, was Kampfspiele angeht, nach Street Fighter 2 war. Ne? Wenn man Street Fighter 2 als den Father of all Fighting Games sieht, da war dieser Werbeslogan The Mother of all Fighting Games gar nicht so weit. Und dieses Spiel hat sich wirklich angefühlt wie die Zukunft der Kampfspiele. Halt, ne? Es war technisch, ich kenne ein technisch besseres Spiel, aber das ist jetzt nicht Thema. Sonst würde mich zum Beispiel Beat'em Up Master hier wieder um die Ecke kommen. Ey! Ja, Tekken 3 ist tatsächlich ein Spiel, was ich viel gespielt habe, aber lange nicht so viel wie den Titel danach. Trotzdem ist das sehr viel gewesen. In Zeiten von Videotheken, ich besaß dieses verdammte Spiel nicht, beziehungsweise wir haben es uns immer Wochenende ausgeliehen. Tekken 3 haben wir rauf und runter gespielt. Mein Problem ist, und jetzt kommt wieder dieses spezielle Problem von einem DK, Kazuya war nicht da, Jun war nicht mehr da, und ich hatte einfach meine Mains nicht mehr da. King hat sich anders gespielt, aber das war jetzt nicht so das dramatische Level. Wir hatten so einen komischen Typen, der Jinkazama hieß, der so ähnliche Haare hatte wie ein Kazuya und irgendwie komische Moves mit dabei hatte, so eine Mischung aus Jinkazama und Kazuya war, also nichts Eigenes. Und dann kam Ling Xiaoyu. Ling Xiaoyu war für mich, ist für mich, wie ich es immer nenne, das Wunder von Tekken, weil wow,
Wenn man sagt, Pai Shen ist das Äquivalent zu chinesischen Kung Fu in Virtua Fighter, dann ist Ning Shaoyu die Vertreterin im 3D-Kampfspiel-Genre und für die Darstellung von Kung Fu allgemein. Es ist eine besondere Art von Kung Fu mit verschiedenen Kampfstellungen, aber Ling Shaoyu war für mich sehr, sehr interessant. Ich habe sie dann seitdem auch sehr gerne gespielt und war auch sehr lange mein Second Main, beziehungsweise ich habe sie quasi genauso viel gespielt wie Kazuya. Oder mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie ich also, na klar, ich habe ein bisschen mehr Kazuya damals gespielt, aber Ling Shaoyu kam da nicht zu kurz. Definitiv nicht. Aber Tekken 3 war einerseits das Vollpaket, da war auch wieder alles mit dabei, ne? Survival, Tekken Force. Leider nur in der japanischen Fassung gab es dann dieses Tekken-Kino, wo man tatsächlich die Endsequenzen von Tekken 1 und 2 auch drin hatte. Das gab es tatsächlich nur in der japanischen Version, wenn ich mich recht entsinne, oder es war in Tekken. Nein, das gab es schon, glaube ich, in Tekken 3. Aber jedenfalls hatte es auch ein cinematische, also man konnte sich auch die Sequenzen angucken. Es gab einen Gastcharakter Gon, der aus einem komischen Manga in Japan entstand. Warum man den Gag-Charakter reingebracht hat, keine Ahnung. Es gab Tekken Ball, das erste große Minispiel für ein Fighting Game. Und es gab dann einen Beat'em-up-Modus. Beat'em-up, ja. Fighting Games und Beat'em-ups sind ganz andere Sachen. Es gab einen Beat'em-up-Modus Tekken Force. Der bisher beliebteste und bestdesignste Tekken Force-Modus, beziehungsweise Beat'em-up-Modus. Warum sie da nie wieder rangekommen sind, es gab auch einen in Tekken 4, aber darüber werden wir sprechen, sobald wir mit der nächsten Radio Stage Folge der PS2-Ära behandeln. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, Tekken Force und Tekken Ball haben uns sehr viel Spaß bereitet. Auch das ganze Freischaltbare, wie die ganzen Kostüme. Alle hatten fast drei Kostüme, ne? Das Hauptoutfit, das Alternativoutfit und ich glaube noch ein Special-Outfit, glaube ich, gab es noch. Oder verwechselt ihr es mit Tag Tournament? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, ich verwechsel es mit Tag Tournament vielleicht. Je nachdem, es gab sehr viel Zeug. Also Tekken 3 war wirklich ein sehr gutes Paket. Das war technisch mit gewissen anderen Fighting Games. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, weil das ist nicht Thema. Definitiv, Tekken 3 war eines der schon System-Seller für die PlayStation 1. Das hat Tekken definitiv in den Olymp der Fighting Games zementiert. Also das ist der Titel, der wirklich viele das Genick gebrochen hat und aber auch Street Fighter das Leben schwer gemacht hat in der Zeit. Für die meisten und ja, 3D-Kampfspiele hat den Weg geebnet für 3D-Kampfspiele, obwohl die Dreamcast mit Soul Calibur ein bisschen davor auch eine Marke gesetzt hat, aber Tekken 3, das ist definitiv eines der historisch wichtigsten Titel, wenn es um die Kampfspielhistorie geht. Und Tekken 3 ist definitiv ein gutes Spiel. Es ist so anders und so einzigartig gegenüber den drei Teilen. Also die ersten vier Tekken-Spiele, beziehungsweise fünf Tekken-Spiele, sind so grundverschieden anders, dass man gar nicht glaubt, wie anders jeder Teil sie spielt. Tekken 3 ist halt der viele Liebling, weil natürlich in der Zeit gefühlt die ganze Welt Tekken 3 gespielt hat. Selbst deine Mutter, selbst dein Vater, selbst dein Bruder, selbst deine Geschwister, selbst deine Tante, selbst dein Onkel. Also die gefühlt die ganze Welt. Das war, wie gesagt, wie Street Fighter 2, das hat die ganze Welt gespielt. Irgendwie sollte die ganze Welt Tekken 3 spielen. Naja, okay, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem fantastischen Soundtrack und ich nehme speziell, jetzt nicht falsch verstehen, ich nehme jetzt speziell die PlayStation 1 Version,
weil ich bin mit der aufgewachsen. Ja, die Arcade-Version, die hat definitiv auch ein paar gute Tracks. Zum Beispiel der Arcade-Track von Eddie Cordo wurde zum Beispiel benutzt für den Tekken 8-Trailer. Das ist schon ein bisschen fies. Und dann sein Character-Gameplay-Trailer wurde dann mit Tekken-Tournament-Soundtrack beworben. Ich denke mir so, warum macht ihr das? Warum schreibt ihr nicht einen neuen Track für Eddie? Aber egal, der bringt ja keine Arena mit, ne? Das ist ja das. Auf jeden Fall beginnen wir mit dem fantastischen Tekken 3 Soundtrack. Und beginnen will ich mit dem Obermods himself, der leider nicht mehr unter uns weilt, Heihachi Mishima. Heihachi Mishimas Track ist würdig seiner finalen State, beziehungsweise würdig, wenn du gegen Heihachi kämpfst, du spürst diese Dynamik. Beat'em Up Master und ich sagen immer, wenn diese Polizeisirenen kommen, die Polizei kommt, Heihachi, du verprügelst hier, machst hier ganz, ganz harte Sachen. Aber unter anderem Tekken 3 hat dieses Industrial EDM Music so geil verbunden, dass man sagen muss, das hat auch eine ganz krasse Identität. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist die Definition von Tekken Music. Diese Tekken Musik ist halt, es ist wirklich cool. Also, wow, also die Musik ist wirklich passend zum Kampf und treibend und ja, Heihachi Mishimas Track, der gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Deswegen, ja, Round 1 gegen den weißhaarigen Arsch.
Okay, meine lieben Freunde, kommen wir jetzt wahrscheinlich zu einem... Ja, ich würde jetzt entscheiden, wir kommen jetzt erstmal zu eines meiner persönlichen Favoriten, das ich bis heute in jedem Tekken-Spiel, seit es die Jukebox gibt, also okay, Tekken 7 und Tekken 8, also Tekken 7 und Tekken 8, Forest Law, Entschuldigung. Forest Law. Der Track von Forest Law, der ist so geil, das ist so ein geiler Sound. Ich bin jedes Mal gefesselt von dem Track. Das ist auch wirklich für den Kampf sehr passende Beats. Das hat einen wirklich sehr, sehr coolen Aufbau. Wie ihr gemerkt habt, diese Tracks haben wirklich eine 3-Minuten-Länge. Also die haben wirklich Varianz, vollkommene Tracks. Und Forest Law, sobald diese Musik ich höre, ich benutze sie, wie gesagt, sehr gerne. Und ich mag diesen Track abgöttisch. Der ist mega geil. Also Forest Law, Forest Law. Forest Law Track, ja. Here we go! We'll be right back.
So, meine Damen und Herren, und nun kommen wir noch nicht zum Finale, aber zum Halbfinale muss ich diesen Track, das ist der Track, der stellvertretend ist für Tekken 3, und da kann mir je alle sagen, was die wollen, aber der Track für Jin Kazama, boah, ist der geil. Meine Fresse, also das hat schon fast Ryus Theme-Qualitäten, also das ist so erkennungswürdig, das ist so prägnant, dass das selbst sogar in Tekken Tag Tournament 2 nochmal benutzt wurde in der Stage, wo man gegen Heihachi und Jinpachi kämpft, dass das so umgemodelt wurde. Und dass man in Tekken 8, wenn man den Finale gegen Kazuya spielt und er den Mishima-Stil benutzt, wenn man diese Klänge hört, dieses Gitarrenintro, ja, es ist super geil. Also Jin Kazamas Theme, das ist Tekken 3. Das ist stellvertretend für Tekken 3. Das ist der Sound, wo es in welche Richtung geht. Und ist trotzdem aber sehr anders. Also jeder Track ist individuell für sich. Und ja, was soll ich bei diesem Track sagen, als einfach nur sagen, let's fucking go. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt nun beim Finale angekommen. Ja, welcher Track ist wohl mein liebster
Track aus Tekken 3 als Jin Kazamas Theme. Wie geht das? Wie geht das? Ganz einfach. Das ist meine Radio Stage. Das ist mein Kram. Ja, da sag ich einfach, Link Xiaoyu, Baby. Link Xiaoyus Theme, den benutze ich sehr gerne. Den höre ich heute bisher gerne und ich fühle den so hart. Das ist für mich Tekken 3. Leute, Link Xiaoyus Theme, das ist pure Liebe. Das ist so mega geil. Das ist absolut hammergeil. Also, wow. Link Xiaoyus Theme, meine Fresse, Leute. Ja, also, dann würde ich sagen, bevor wir uns verabschieden, ab dafür für meinen absoluten Lieblings Tekken 3 Track, Link Xiaoyu. Let's go. So, meine lieben Freunde, das wär's mit dieser Folge Radio Stage 5, Folge 13, Spezial zum 30. Jubiläum von Tekken, die PS1-Ära. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mir eure
Lieblingstracks aus der PS1-Ära gerne nennen. Ihr könnt auch gerne eure Anekdoten da reinschreiben, was ihr so mit Tekken 1, 2 und 3 verbindet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich werde, wie ihr, glaube ich, vielleicht schon ahnen könnt, werde ich noch 2 weitere Radio Stage Folgen zu Tekken machen. Wir fahren jetzt erstmal musikalisch weiter und ja, wir beenden diese Folge mit dem Arcade Intro Embo Theme von Tekken 3, weil ich finde, ja, das CG Intro für der PlayStation 1, ja, das ist schon cool. Und dann gibt's noch einmal diesen ganz kurzen Arcade-Intro, aber wo die alle ihre Embu machen und einmal zeigen, hier Witcher Fighter, guck dir unsere Charaktermodelle an, aber das ist so, das ist für mich Tekken 3, das ist so wirklich, oh, das hast du selten gesehen, dass solche Spieler das machen. Höchstens wieder bei Dead or Alive 2, wo du tatsächlich in die Ingame Charaktermodelle gehst mit harter schredderten mit Metal Gitarren. Daher würde ich sagen, beenden wir das mit einem schönen Embo Attractive Mode von Tekken 3. Daher, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur meine Radio Stage oder gar Tekken oder gar anderes Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir hören und sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, get ready for the next battle in der PS2-Ära. Let's go!